Wir müssen uns schon darauf konzentrieren, was machbar ist. Also in der Theorie gibt es eine ganze Reihe von tollen Sachen, die man machen kann, aber die müssen am Ende des Tages irgendwann auch die Realität küssen. Das hat immer was mit, Herr Vogt hat es gesagt, der Reibung zwischen den Zeigefingern zu tun. Wer kann welchen Teil davon stemmen? Und am Ende, im Moment zahlt über die EEG-Umlage ein Großteil der Energiewende der durchschnittliche Haushalt. Man kann das gut finden oder nicht. Auch viel mehr, dass eine neu zu gründende, dann demokratisch legitimiertere Gesellschaft nicht einen hinterlegten Business Case hätte, also Entschuldigung, Geschäftsmodell hätte und dann auch sich darum kümmern muss, dass sie ihre Dividenden, also ihre Zinsen bezahlen. Und die Zinsen sind ja letztlich nichts anderes als die Interessen der Aktionäre der Bank. Also wir haben eine Verteilung von Infrastruktur, haben da aber noch nicht wirklich was erreicht für die Energiewende. Wir haben nun also in Schleswig-Holstein, dezentral versus zentral, wenn wir in einer Metropolregion wie Hamburg eins nicht haben, vor allen Dingen je weiter wir in die Mitte kommen, ist das Platz. Und dezentrale Kraftwerke kosten viel Platz. Also 100.000 Kraftwerke, die man im Zentrum baut, sind auf keinen Fall eine bessere Idee, als welche ein wenig außerhalb zu. So, es geht dabei um die Metropole. Innerhalb der Metropolregion ist das auf jeden Fall richtig und da gibt es nichts Effizienteres als ein größeres Kraftwerk oder ein großes Kraftwerk. So, und nun aber zur Energiewende, weil darum geht es eigentlich und eigentlich haben wir das inhaltlich noch gar nicht gestreift, sondern haben nur darüber gesprochen, wem gehören eigentlich die Kabel in der Straße. Das, was in Wedel passiert, ist ein notwendiges, oder das Innovationskraftwerk in Wedel ist ein notwendiges Äquivalent zu erneuerbaren Energien wie Wind und Solar. Es geht nicht anders, als dass ich in der Zeit, in der es dunkel ist und kein Wind weht, ich ein Kraftwerk habe, das dann trotzdem für Strom und Fernwärme sorgt. Und insofern, und da sind sich auch alle einig, dass wir, bis wir die Windfrage endgültig gelöst haben, dass wir ein Gaskraftwerk mit in Betrieb haben müssen, um genau die Wellen abzufahren, die wir haben, dadurch, dass erneuerbare Energien halt nicht ununterbrochen wie Kohle, Atom oder alles, was da so böse und aus der Vergangenheit noch seine Schatten vorauswirft, verfügbar ist. So, und insofern ist das Innovationskraftwerk in Wedel ein notwendiges Äquivalent, ein Komplementär zu der Energiewende, die Vattenfall längst betreibt. Die fängt nicht erst an, wenn wir die Eigentümerfrage der Hamburger Kabel geklärt haben, sondern die ist bereits in vollem Gange und Wedel ist eine Antwort darauf. Ich finde es immer spannend, dass die Sprache von Konzernvertretern, das ist kein Kraftwerk, Innovationskraftwerk, das finde ich toll einfach. Teil der erneuerbaren Ressourceneinsetzung, das ist es ja. Also eine erneuerbare Ressource ist Wind und ist zum Beispiel Licht, Sonnenlicht. Ja. So, und als Teil dieser Innovation und der Nutzbarmachung dieser Innovation ist Wedel natürlich ein Innovationskraftwerk. Ja. Hat auch immer eine positive Konnotation. In Kiel ist es so, wir haben heute ein 40-jähriges Kohlekraftwerk und in Kiel ist seit über 10 Jahren völlig klar, wir wollen keine Kohle. Wir sind Klimaschutzstadt und wollen bis zum Jahr 2020 -40% CO2 einsparen. So, das ist einstimmig in Kiel beschlossen worden, von allen. Als dann in Kiel die Debatte anfing, was machen wir mit unserem alten Kohlestoff, da gab es selbstverständlich auch die Vorstellung, hallo, wir bauen ein doppelt so großes Kohlekraftwerk dahin. So, da haben wir ganz schlicht argumentiert und haben gesagt, sollen wir als Klimaschutzstadt Kiel der Bevölkerung erklären, dass wir im Jahr 2020 den CO2-Ausstoß nicht etwa halbieren, sondern sogar doppeln. Ich sag mal, da können wir gleich alle zu einem Haus gehen. So, deswegen war die Kohledebatte relativ schnell tot. Der zweite Schritt war, übergangsweise, und das ist auch richtig technologisch, brauchen wir für die Energiewende auf der Erzeugungsebene, ne, es wird immer mehr erneuerbare Energien, dass das doch irgendwo die Züge mal gegeneinander laufen. Uns kommt der Strom aus den Ohren raus. Vorrangig sind die Erneuerbaren, dann kommt die Kraftwerkekopplung und dann haben die Kohle- und Atomfritzen gucken in die Röhre. Also jammern sie rum und sagen, wir wollen Entschädigung, dass wir unsere Kraftwerke nicht laufen lassen können und so. Das war zu erwarten, schon seit über 10, 15 Jahren, dass diese Situation auf uns zukommt. So, das ist im Ansatz geregelt und wir haben jetzt gesagt, wir müssen in Kiel, und damit sparen wir
70% CO2 bis 2020 ein. Wir brauchen eine neue Anlage, und zwar relativ zügig, innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall. So, wir machen das modular und wir richten die Größenordnung aus, und das ist eben der Unterschied zwischen Regel Hamburg. Wir richten die Größenordnung in unserer Landeshauptstadt aus auf die Bedürfnisse unserer Region. Wir haben auch die Frage gestellt, Blockheizkraftwerke. Aber wir haben gesagt, nee, wir haben 40.000 Fernwärmekunden, ein Netz, und es ist technisch gar nicht möglich, mit kleinen BHKWs sowas zu beschicken. Also brauchen wir eine gewisse Größenordnung. Zentral und dezentral. Ich halte das für eine seltsame Debatte, die ablenkt von den eigentlichen Notwendigkeiten, zentral und dezentral, sondern alles zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen. So ein Offshore-Windpark ist auch nicht dezentral. Und trotzdem, ich meine feste Überzeugung, wir werden das brauchen. Ich nutze mal dieses Bild zu den vielen kleinen Zwergen der Erneuerbaren. Jedes in Maßen. Gilt für Photovoltaik genauso, für Biomasseverwaltung genauso. Man muss Grenzen setzen, aber die vielen kleinen Zwerge, die sind angetreten, Modern, Großkraftwerke zu überwinden. So, dafür muss man Lösungen finden und man kann sie finden. So, und wir richten das in Kiel so aus, führen eine intensive politische Debatte, und hier ist mein Eindruck in Hamburg, dass eher so politische Geschäfte gemacht werden. Aber zu Ende gedacht, an der Netzfrage, ist es nur ein halber Schritt. Wir können uns das nicht aussuchen. Die Energiewende ist möglich. So, und es ist belegt durch Klimadebatten, durch Club of Rome, durch Stern Report. Das müssen wir heute nicht vertiefen. Das ist 2022 der Energie. So, sie ist notwendig, das ist Gesetz, das Problem. Und sie ist möglich durch den Charakter der Dezentralität. Einsparung ist dezentral vom Charakter, ist oft die Technik. Nur kein Verbrennungsmotor. Die ganze Wärmedämmung, auch die Malerkörper, das sind Geschäftsfelder, die da lauern. So, die müssen wir organisiert werden, im Vordergrund zu stehen. So, deswegen würde ich nicht zentral gegen dezentral ausspielen. Wir machen unsere 2010 NW-Gasmotoren, weil wir sie für die Hydraulik des Fernwärmenetzes brauchen. So, wir machen auch noch einen großen Wärmespeicher, damit im Strommarkt denn keine Preise zu erzielen sind. Dann machen wir einen Tauschzieher, dann machen wir hinterher wieder Gaskosten fürs Fernwärmenetz. So, diese Flexibilität bauen wir an den Bedürfnissen dienstgemäß. So, und das ist in Hamburg etwas schwerer, 10-mal so groß. Und deswegen würde ich auch davon abraten, so zu tun, als könnte Hamburg die Fernwärmeversorgung hier im Norden mit Mini-BHKW sicherstellen. Das wird nicht gehen, sondern man kann nur diskutieren über die Größe von Wege. Und da ist mein Petitum, wenn groß und erträglich, muss für Wege erkennbar. Was hat von, was bisher offensichtlich nicht der Fall ist. Wege ist nur ein Standort, die Leute sind schlecht informiert und die Gemeinde hat nichts davon. Diesen Zustand, den muss man ändern. Dann kann man sich hinsichtlich der Größe einigen. Und der Hamburger Netzinitiative vielleicht auch nur. Sie soll das weitermachen, weil es gehört in öffentliche Hand. Und jetzt machen wir mal, wie das ausgeht mit der Bundestagswahl. Und dann wird bei den Konzessionsvertragsverhandlungen irgendwann sind ja auch wieder Wahlen. Und so spitzt die Parteien an, dass sie sich das zu eigen machen und vor allen Dingen konsequent diese Fragen. An dem Gaskraftwerk in Wedel kann man ziemlich gut absehen, was der Unterschied ist, wenn die Stadt nur mit 25% da mit drin sitzt und nicken kann oder wenn sie selber der Entscheider ist. Dieses Gaskraftwerk wurde im Zuge der Verhandlungen um diese Netzbeteiligung mit in diese Verträge geschrieben. Zu dem Zeitpunkt kann für die Stadt Hamburg noch überhaupt nicht vorgelegen haben, ob das ein sinnvolles Konzept ist. Das war eine Zeit, wo schon klar war, dass Gaskraftwerke heutzutage wirtschaftlich sehr kritisch sind und das ist heute noch so. E.ON schaltet im Moment reihenweise Gaskraftwerke ab, wenn sich das nicht rechnet. Wenn Vattenfall sich ein Kraftwerk hinbaut, was ökologisch vertretbar ist und was die Miese bringt, dann ist mir das ziemlich wurscht. Wenn die Stadt im Rahmen, jetzt gerade, gestern kam die Meldung, Die Beteiligung am Wärmegeschäft ist vollzogen. Das heißt, die Stadt hat jetzt 325 Millionen Euro an Vattenfall überwiesen. Und in diesem Kaufpreis enthalten ist ihr Anteil an diesem Gaskraftwerk in Wedel. Das sind über 110 Millionen Euro. Das ist richtig viel Geld. Und wenn ich mir überlege, die Stadt nimmt dieses Geld in die Hand, um uns mit Wärme zu versorgen, dann habe ich als Bürgerin und auch als Umweltschützerin und als jemand mit einem sozialen Gewissen den Anspruch, dass sie sich vorher genau überlegen, wie gebe ich dieses Geld aus und dass sie sich da vernünftig informieren, dass sie Alternativen entwickeln und dass sie diese Alternativen offenlegen,
der Bevölkerung offenlegen und diskutieren. Und nicht nur einmal in der Expertenrunde, sondern mehrfach und mit der Öffentlichkeit. Und dass all das ist nicht passiert. Und ich gehe... Wenn wir die Netze in öffentlicher Hand haben, dann wird das höchstwahrscheinlich anders laufen. Das wird nicht einfach anders laufen, weil der Besitzer, der Eigentümer dann die Stadt ist, sondern es wird anders laufen, weil wir Bürgerinnen und Bürger das verlangen. Der Anspruch an Transparenz, an Beteiligung, an Offenheit, an Ehrlichkeit, und der Ehrlichkeit ist ein Stichwort, wo ich bei Vattenfall riesige Zweifel habe und wo ich auch aus anderen Geschichten wütend bin, dass da so unehrlich kommuniziert wurde. Das werden wir verlangen. Und dann will ich mal einen Bürgermeister sehen und dann will ich mal einen Senat sehen, der sich einem Verlangen der Bürgerinnen und Bürger derartig widersetzt, dass sie immer noch sagen, nö, geht alles nicht, ist alles Betriebsgeheimnis, das Licht ist wirtschaftlich vertretbar. Wer hat denn bei diesem GOD im Wedel mal gefragt, welche Auswirkungen hat das auf die Verbraucherpreise? Keiner. Gewerbesteuer auch nicht gefragt. Gut, es gab eine Wirtschaftlichkeitsabwägung, aber nur zwischen den alternativen Stellen oder Wedel beides mal GOD. Was nicht gefragt wurde, was Herr Großkurt in einem sehr angesehenen Gutachten zur Energieversorgung in Hamburg empfohlen hat, war, die Fernwärmenetze müssen unterteilt werden in kleinere Unternetze, die Temperatur im Netz muss sinken, der Druck soll sinken und dann ist auch die Integration von der Wärme aus der Industrie oder von einer Kraftwerken viel einfacher. Das ist eine Empfehlung, da sehe ich überhaupt keine Prüfung irgendwo, ob das sinnvoll ist. Ich würde sagen, hey, wir haben die Riesenchance, das zu tun. Es geht ein Riesenkohlekraftwerk vom Netz. Das würde ich diskutiert haben. So, und noch was dazu. Da wird so ein GOD hingesetzt in Wedel und da wird nicht mit den Leuten gesprochen. Jetzt lese ich heute in einem Papier, Vattenfall plant, also zusammen mit der Stadt Hamburg, welchen Einfluss hat die Stadt Hamburg, diese Geschichte mit der Moorburg-Trasse wieder aufzunehmen. Da lese ich, da soll eine Wärmeleitung gebaut werden vom Standort Haferweg, das ist bei Diebsteich, nach Altona. Da kommt mir doch in den Sinn, wird denn doch der Grünzug umgegraben, wo die Bürgerinnen und Bürger aus Altona jahrelang gegen gekämpft haben? Kann das eine Energiepolitik sein, die von der Stadt mitgetragen wird? Es wird ja immer so sehr die Demokratisierung oder die demokratische Legitimation gestresst. Und das ist ja sozusagen das zentrale Anliegen. Nun kann man lange darüber streiten, ob ein Senat demokratisch legitimiert ist oder nicht. In unserer bis jetzigen Demokratieordnung ist das Verständnis so. Und der Bürgermeister tritt an oder eine Partei tritt an mit einem gewissen Parteiprogramm oder Wahlprogramm und hinterher hat man einen Koalitionspartner oder nicht und dann setzt man das um oder nicht. Es ist aber nicht keine Überraschung bei dem, was dabei rausgekommen ist, als man bei Bürgermeister Olaf Scholz sein Kreuz gesetzt hat. So. Das ist das eine. Weil gerade das Großkurt-Gutachten nochmal erwähnt wurde, dieser Herr Großkurt, der viel zitierte, hat sich auch die Standortentscheidung Stelling versus Wedel nochmal angeschaut und hat gesagt, ja, check, allen Anschein nach ist das genau das, zu dessen Schlüssen ich auch komme. Also ich versuche es jetzt so ein bisschen auf Per Steinbrück zu halten, ganz kurz. Ich bitte so. Dann Eon schaltet Gaskraftwerke an. Ja, das ist richtig. Das ist aber für die Energiewende, wenn wir die nochmal erwähnen wollen, ist das dramatisch, dass sie das tun, weil wir genau diese Gaskraftwerke für die ganzen Kurven, die abgefahren werden müssen, dringend brauchen. Und darüber hinaus ein Unterschied, ganz wichtiger zu Wedel, ist, dass es ein reines Stromkraftwerk ist und keines, was Fernwärme und Strom produziert. Also keine Kraft-Wärme-Kopplung, wie überall gefördert und verlangt, sondern halt reine Stromkraftwerke. Deswegen sind die auch unrentabel, weil man dadurch einfach eine schlechtere Effizienz hat. Das Thema Moorburg-Trasse, die Genehmigung für die Moorburg-Trasse ist nicht aufgehoben worden, sondern es läuft das Verfahren weiter und man hat sich darauf geeinigt zwischen der Freien Hansestadt Hamburg und Vattenfall, dass man sagt, Priorität liegt auf Wedel. Aber tatsächlich steht diese Entscheidung noch aus. Dann, weil man sich immer darüber beklagt und weil ich ja, als ich den Job angetreten habe, habe ich mich selber darum gekümmert und habe mich bemüht, einen Prozess zu finden, in dem man die größtmögliche Transparenz und Debattenkultur und so weiter herstellt.
Wie macht man das am besten? Das ist eine unglaublich vertrackte Situation, weil man als Unternehmen, und das wäre im Übrigen bei jeder Genossenschaft als Netzbetreiber oder auch wenn Sie dann auch ein Kraftwerk beantragen würden oder völlig egal welches Unternehmen, läuft auf logischen Schienen. Und diese logischen Schienen heißen, so ist es in einem Rechtsstaat, Gesetze. Und diese Gesetze schreiben bestimmte Verfahren vor. Und diese Verfahren werden systematisch abgearbeitet. Das ist auch einer der Gründe, weshalb man über bestimmte technische Detailplanung im Vorab noch nicht reden kann, so wie ich heute Abend über das Thema Wedel nicht. Nächste Woche am 28. ist der Erörterungstermin, der ist im Übrigen öffentlich und findet in Wedel statt. Das ist das, was das Gesetz an Demokratie hergibt. Ich gucke mir das an, was in den Antragsunterlagen steht. Ich bin damit einverstanden oder nicht. Ich schreibe eine Einwendung. Ich darf aber mehr machen, oder? Sie dürfen auch zwei Einwendungen schreiben. Nee, ich darf als Stadt Hamburg und ja, genau. Als Stromkonzern, da gibt es auch mehr Transparenz liefern. Ja, natürlich. Wobei in einem bestimmten Rahmen. Das, was wir in Wedel gemacht haben, ist gemessen an allen Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz, die in der Vergangenheit gelaufen sind, ein Novum gewesen. Niemals zuvor haben wir in einem so frühen Stadium, Vattenfall in einem so frühen Stadium, früher war ich nicht dabei, so viele Informationsveranstaltungen gemacht. Nein, Moment, stopp. Und nun, wir haben das Fachveranstaltung genannt, weil sich das zum Thema Lärm, mit dem Thema Lärm beschäftigt. Zum Beispiel außerdem, ich habe selber in Wedel am Marktplatz gestanden und habe dort in der Bahnhofstraße vor dem Supermarkt, dessen Namen ich jetzt aus Wettbewerbsgründen nicht nenne, mich den Fragen der Menschen vor Ort gestellt. Also es ist nicht so, dass wir nicht da waren, um zu reden. Aber das alles hat einen gewissen rechtlichen Rahmen, den wir nicht verlassen dürfen. Also es geht nicht, dass ich mich da hinstellen kann und sagen kann, und jetzt diskutieren wir mal völlig ergebnisoffen, wo die Reise denn hingehen soll, sondern es gab mit den Umweltverbänden im Februar einen sogenannten Scoping-Termin, da wurde sozusagen das Ziel erörtert oder das erste Mal bekannt gemacht, dann wurde im Mai wurden die Genehmigungsunterlagen eingereicht, dann gab es eine Auslegungsphase, da war sie für die ganze Öffentlichkeit zugänglich, dann kann man Einwendungen schreiben und so weiter und so fort. Und das, was wir aber erreicht haben im Moment mit den frühen Informationen, die aufgrund fehlender Detailplanung noch nicht konkreter sein konnten als das, was wir veröffentlicht haben, haben wir am Ende viele Fragezeichen verursacht, die dazu führen, dass man Datenfall unterstellt, ihr wollt gar nicht mit uns reden. Das ist nicht der Punkt. Ohne Detailplanung kann man über bestimmte Dinge noch nicht reden und in einem gesetzlichen Verfahren kann man auch über bestimmte Dinge nicht reden. So regelt das Gesetz. Wenn ich also ein Moratorium wurde auch gefordert zum Beispiel, das ist im Rahmen des Gesetzes nicht vorgesehen und das am Ende führt aber zu einer Genehmigung, mit der man dann ein Kraftwerk betreiben kann. Wenn man also möchte, dass zukünftig mehr diskutiert wird oder dass man ein Forum schafft, dann muss man das Gesetz anpassen. Das ist im Übrigen kostenlos, kostet kein Steuerzahler dieser Erde irgendwas, es ist einfach nur ein Gesetz. Dann ist es eine juristische Implikation, die abgearbeitet werden muss im Rahmen einer logischen Reihenfolge und dann hat man diese Diskussion. Das ist ja. Ich möchte mir gerne den Hals umdrehen, macht ja. Er gerade den Kollegen deutlich. Aber Herr Wagner, es ist im Fall vom Gesetz deswegen nicht verboten zu informieren. Haben wir ja auch so umfangreich wie niemals zuvor. Ja, sorry, nicht in Wedel, aber im Rahmen dessen, was das Verfahren vorschreibt. Es ist auch nicht gesetzlich verboten, vor der Planung eines konkreten Projekts mal. Es gibt einen demokratisch legitimierten Gesellschafter, der heißt SPD Hamburg, beziehungsweise die SPD Hamburg stellt gerade die demokratisch legitimierten Vertreter. Wir sind es alleine, insofern sage ich jetzt gerade nichts Falsches. So, und die sind mit einem bestimmten Programm angetreten. Dass das dem einen oder anderen nicht gefällt, das ist völlig in Ordnung. Das stand nie zur Debatte. Man ist ja nur noch nicht mal ganz 50% hat man geschafft. Das heißt, mindestens die anderen 50% hatten irgendwas anderes im Sinn. So ist es mit Mehrheitsentscheidungen. Und die haben dazu geführt, dass man diesen Kooperationsvertrag geschlossen hat. Nun kann man sagen, man möchte es gerne anders. Dafür gibt es Verfahren, wie zum Beispiel diesen Volksentscheid. Das ist in Ordnung. Aber deswegen kann man ja nicht so tun, als wenn man sich in einem luftleeren Raum befindet, in dem man sich die Realität malen kann. Die Regierung, die im Moment sich unter anderem mit dem Thema Energiewende beschäftigt, die fällt ja jede Menge Entscheidungen, die sich zu einem großen Ganzen zusammensetzen müssen. Und wir diskutieren über einen Teilaspekt dieser ganzen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssen. Unruhe auf dem Podium? Will mir jemand ans Leder? Noch nicht. Naja, okay. Ich glaube alle. Wenn diese,
Und wenn diese Detailentscheidung getroffen ist, dann muss sie sich aber wieder einfügen in ein großes Ganzes. Das ist diese Polemik mit dem, was ist mit Kinderplätzen, wollen wir nun Kabel- oder Kita-Plätzen. Das ist natürlich polemisch, aber natürlich muss sich eine Energieentscheidung oder eine Entscheidung über die Energiewende hinterher wieder einfügen in ein großes Ganzes. Und dieses große Ganze ist mit seinen finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Das heißt, das müssen wir einfach mit bedenken, wenn wir diese eine Entscheidung treffen, die ganz viele andere tangieren. So. Es klingt nach ganz viel Alternativlosigkeit. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, eine persönliche Anmerkung. Ich bin ja in einer Oppositionszeit bin ich in die SPD eingetreten und ich muss ganz ehrlich sagen, Oppositionszeit macht deutlich mehr Spaß. Ich sehe hier schon die ersten Handzeichen, dass auch im Publikum jemand noch was sagen möchte, das ist ja auch gut so. Aber vorher das Schlusswort für also die Debatte hier oben auf dem Podium, bevor wir öffnen, eine Replik, kein Schlusswort. Schlusswort schon deshalb nicht, weil ich bin kein Hamburger und ich gebe zu, ich bin hergekommen, um über Netze zu reden und nicht über die Produktion von Energie. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das ist klar, ne? Also Betreiber von Netzen und natürlich Produktion von Energie, aber trotzdem noch ein paar Bemerkungen. Ich meine, dieser Konflikt, der jetzt hier ausgefochten wird, braucht man wirklich dieses GOD-Kraftwerk in Wehl und vor allem in dieser Größe. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir nicht über Energieeinsparung nachdenken wollen. Es wird einfach stumpf unterstellt, dass die derzeitigen Energieverbräuche nicht nur ein Tabu sind, sondern dass sogar noch ein Wachstum nicht ausgeschlossen ist. Wer das zur Prämisse macht, der landet in einer Zwangslage, wo dann vielleicht wirklich nichts anderes übrig bleibt, als auch solche Kraftwerke weiterhin zu bauen. Aber ich finde es absolut unverträglich, und die Wiebke Hansen hat das ja auch gerade schon gesagt, unverträglich, nicht erst alle Einsparpotenziale in dieser Stadt mal zu eruieren. Das Geld, was die Stadt jetzt in die Hand nehmen muss, um solche Infrastrukturen zu finanzieren, das sollte man für Energieberatung ausgeben, das sollte man für Impulsprogramme ausgeben, das sollte man für Kampagnen ausgeben. Ich habe damit Erfahrung, wir haben das in Oldenburg gemacht, ich habe da ein vierjähriges Forschungsprojekt dazu gemacht, um erstmal alle Energieeinsparpotenziale zu identifizieren und sie dann auch tatsächlich zu nutzen. Hamburg könnte ein Vorbild werden, nicht nur für Deutschland, für die Welt, weil Hamburg ist nun mal eine Metropole. Und was dann übrig bleibt an Energieverbräuchen, das muss dann verhandelt werden. Da muss man gucken, wie viel Regelenergie wird da noch gebraucht. Sie haben ja recht, Herr Wagner, klar, scheint irgendwann die Sonne nicht und der Wind bläst auch nicht und so weiter, schon richtig. Aber einfach so aufs Geratewohl in solche gigantischen Infrastrukturen wieder zu investieren, heißt, dass wir Sackgassen bauen. Diese Sackgassen werden natürlich mit Kraftwerksgröße immer länger. Das sind sogenannte irreversible Investitionen, die eine Eigendynamik entfalten. Die müssen ausgelastet werden. Daraus entsteht politischer und betriebswirtschaftlicher Druck. Und der verhindert dann die Energiewende. Wer damit zu tun hat, wer daran nur beteiligt ist, kann doch kein Interesse an Energieeinsparung haben, weil dann die Investitionen sich nicht amortisieren. Deswegen muss die Priorität lauten, erstmal alle dezentralen Möglichkeiten auszuschöpfen, auch gerade Kraft-Wärme-Kopplung in Hamburg, was überhaupt nicht heißt, dass man sich komplett über BHKWs hier versorgen kann, aber die Potenziale ausschöpfen. Dann reine Einsparung über Energieberatung, über Impulsprogramme, dann vor allem natürlich auch technische Einsparung im Sinne von Effizienz und ganz zum Schluss, es gibt eine neue Studie vom Fraunhofer Institut für Systemforschung, das ISI-Institut. Da werden die Energieeffizienzpotenziale, und glauben Sie mir, ich bin nicht mal der große Effizienzprophet, sondern ich interessiere mich für eine Wirtschaft ohne Wachstum, aber immerhin, diese Potenziale werden auf 2/3 geschätzt. Und keiner kümmert sich darum, sondern baut dann Kraftwerke, das geht nicht. Ein Satz von Herrn Wagner. Auch Wärmedämmungen müssen am Ende über die Mieten finanziert werden. Also wer das möchte, muss sagen, wer es bezahlt. Das ist am Ende leider so. Also nur mal zur Klärung von dem, was da rechtlich hintersteckt. Man hat erst, und da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein inhaltlich, und das will ich auch ausdrücklich nicht beurteilen, aber man hat zunächst einmal die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert. Dann haben Energiebetreiber oder Erzeuger haben sich überlegt, okay, wenn ich jetzt noch so und so lange dieses Kraftwerk betreiben kann, dann werde ich damit X verdienen und dann investiere ich jetzt eine Summe X in diese Anlagen. Und dann hat man rückwirkend gesagt, wir holen dieses Gesetz zurück. Das ist der Grund für die Klage. Das will ich gar nicht bewerten und das will ich nicht gut oder nicht schlecht finden, sondern das ist einfach nur erstmal die Grundlage. Man sagt,
Rückwirkend wird hier, und wir leben in einem Rechtsstaat, so schwer das auch für den einen oder anderen ist, wir haben eine rechtliche Grundlage. Nein, okay, das war nicht gegen Sie. Aber da können Sie doch als SPD-Landesvorsitzender sagen, die SPD im Bund ist dagegen. Das können Sie doch politisch sagen. SPD-Landesvorsitzender bin ich nicht. Wie gesagt, ich wollte nur die rechtliche Grundlage erklären. Das kann man, wie gesagt, inhaltlich gut oder schlecht finden. Das ist einfach nur, da gab es eine Investitionsentscheidung, die wurde rückwirkend verändert und dagegen klagt man. Und nicht gegen, wir wollen nicht aus dem Atom aussteigen oder aber so. Wo klagen Sie? Das ist doch das Problem. Herr Brasch, ich möchte gerne diese Sachen nicht auf meinen Schultern laden, weil ich für die Geschichte nicht zuständig bin. Aber da gibt es Kollegen. Okay, ja. Wie gesagt. Da gibt es unglaublich kompetente und fachkundige Experten, zu denen ich gerne, also Experten in unserem Hause, zu denen ich gerne einen Kontakt herstelle, und dann kann man all diese Fragen mit diesen Menschen erörtern. Ich bin ausdrücklich für diesen Dialog an der Stelle, aber wie gesagt, vor meiner Zeit. Und ich finde, das ist eine hochspannende Frage, warum Krümmel betriebsbereit gehalten wird. Aber es ist eine Frage, die hier eigentlich auf dieser Veranstaltung nicht unbedingt mit dem Klima zu tun hat. Finde ich. Also doch, wenn man fragt, wem gehört die Energiewende? Da stehen 1400 Megawatt. Ja, aber wir diskutieren... Die Vattenfall in Bereitschaft hält, zusätzlich zu Moorburg, und ja. Ich sage jetzt nochmal in der Lausitz, gehen gerade... 800 Megawatt Braunkohle, Energiewende, Vattenfall in Betrieb. Ja. So, da stehen 1400 Megawatt. Wenn die ans Netz kommen, so, und da ist der entscheidende Punkt, Vattenfall hält die Schnauze und sagt nicht, was es mit dem Kraftwerk vorhat. So, und da ist die Klage wichtig, und da ist wichtig, wenn Vattenfall eine Wende will, dann sollen sie erklären, der Reaktor geht zurück vom Netz, wird abgebaut, fertig. Also wenn ich das mal aus meinem Arbeitsalltag plaudern darf, ich habe recherchiert als freier Autor des Deutschlandradios, da habe ich das natürlich auch interessiert, was steckt dahinter. Und ich sage jetzt nicht, von wem ich das weiß, aber es war jemand von Vattenfall, der mir steckte, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass diese Kiste wieder ans Netz geht. Das machen wir doch nicht, um irgendwann zu sagen, hoppla hopp, jetzt schalten wir das Ding wieder an. Es geht natürlich um juristische Dinge. Hast du die Presseerklärung dazu? Dann nehme ich sie ab. Nee, natürlich nicht. Das bekommt man auch nicht ins Mikrofon erzählt. Aber natürlich geht es da um juristische Tricks, und ich gebe Ihnen recht, das kostet natürlich alles Geld und versaut womöglich die Rendite. Aber ich würde mich freuen, wenn wir jetzt trotzdem in der Diskussion vorankommen. Ich habe an Herrn Wagner eine ganz einfache Frage. Wie viel Rendite bzw. Minus hat Vattenfall letztes Jahr mit dem Betreiben des Netzes in Hamburg gemacht? Die Rendite, die der Netzbetreiber bei der Bundesnetzagentur genehmigt bekommen muss, liegt im mittleren einstelligen Bereich. Und das wird auch ein zukünftiger Netzbetreiber machen, und das macht derjenige, der es jetzt gerade macht, bei Vattenfall. Gibt es da absolute Zahlen zu? Ich gebe sie gerne zum Protokoll, aber wenn ich mich da jetzt festlege und damit zitiert werde und es ist nicht auf die Kommastelle richtig, ist es falsch. Und wenn wir die Kommastelle weglassen? Jetzt sage ich ja, ein mittlerer einstelliger Bereich. Millionen? Nein, es gibt eine Prozentzahl. Rendite wird immer in Prozent angegeben. Absolut habe ich keinen Wunsch. Also ist ja auch egal, jede Mark oder jeden Euro, den ich einsetze, der wird mir, keine Ahnung, um und bei plus minus mittlere einstellige Renditezahl, das ist irgendwo bei plus minus 5%. So, das habe ich, also mehr lege ich mich nicht fest, wird das verzinst. Das ist für jeden das Gleiche. Die Eigenkapitalrendite. Prozent ist völlig egal, von der eingesetzten Summe. Also Prozent pro 100. Für 100 Euro bekomme ich 4,5 mehr obendrauf, oder? Das ist, so sind wir organisiert. Ja, aber wenn das die Qualität der Debatte ist, die wir mit Vattenfall führen können, dann können wir doch eine offene Auseinandersetzung vergessen. Also so kann es doch nicht laufen, irgendwie so irgendwelche Halbwahrheiten, irgendwas... Es hat nichts mit Halbwahrheiten zu tun. Plus, minus 5% ist genau das, was und Sie haben doch in Ihren Berechnungen genau diese Zahlen auch. Also es ist ja nicht so, dass wir... Transparenz zur Klarheit. Die Ansprüche der Netzbetreiber sind im Gesetz geregelt, im Wesentlichen.
So, der Anspruch auf Eigenkapital, der Zinsung beträgt 9,% So, der wird natürlich angesetzt, sowohl für die Investitionsbudgets, also wenn Sie was Neues machen, der kann aber auch eingesetzt werden und der wird auch eingesetzt im Geschäftsfeld Netze für die kalkulatorischen Kosten, die man hat. Also jetzt mit plus minus 5% und dann noch so, ja vielleicht auch weniger, ja so funktioniert das nicht. Das ist relativ klar. Das Problem ist nur, dass das ein Prozentsatz ist, den die Bundesnetzagentur da festgesetzt hat, wo Vattenfall an zwei Stellen Probleme hat. Sie sind aus der Vergangenheit, bevor diese Regelung war, anderes gewöhnt. Das macht im Konzern, ne, nachher unter dem Strich, was wird an die Aktionäre abgeführt, ein Problem. Und das Zweite, was Sie vielleicht haben könnten, ist, die Bundesnetzagentur hat Durchschnittswerte angenommen von vernünftigen Netzbetreibern. Nun gibt es aber solche und solche. Und wer ein schlecht geführtes Netz hat, der rutscht in der Tat, wenn er Pech hat, unter die 9%. Wer ein gut geführtes Netz hat, hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr über jenseits des Eigenkapitalverzinsungsanspruchs. So ist die Wirklichkeit. Also ein Netz verdienen die 9% Eigenkapital. Also da kann man ja, das ist ja aber Zahlentrickserei. Also die Zahlentrickserei beherrsche ich durchaus auch. Dann sage ich, okay, wir nehmen jetzt 10% Eigenkapital an, dann habe ich auf die 10% 9%, macht auf die übrigen 90 verbleibenden nicht mit 9% verzinsten eine entsprechend geringere Summe, habe ich über alles 1% oder 2%. Das ist ja Eigenkapital, müssen Sie dazu sagen, wie viel Eigenkapital das ist und dann über das gesamt eingesetzte Kapital, so ist es. Aber das sind jetzt ungefähr die Hälfte ausgestiegen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber das ist halt eine Fachdebatte. Ja, ich hätte gerne tatsächlich eine Zahl gehabt, aber ich glaube, die Zahl, die kriegen wir nicht mehr wirklich. Stattdessen kriegen wir jetzt eine neue Frage. Ja, ich habe eine kurze Frage. Ich gebe nachher meine Kontaktdaten raus und jeder, der sich für diese Zahl interessiert, dem werde ich sie zuschicken. Ist das ein Angebot? Ich habe eigentlich aus der Diskussion, nicht nur heute Abend, sondern sonst auch schon oft herausgehört, dass man eine ganz gute Rendite erzielt. Meine Frage ist, wenn das so eine ertragreiche Sache ist, das Netz zu besitzen, warum sollte Vattenfall dieses Netz denn eigentlich verkaufen? Reicht ein Volksentscheid, um Vattenfall zu einem bestimmten Prozentsatz zu zwingen, das zu verkaufen? Das ist mir rein rechtlich nicht. Ja, Herr Vogt hat ja schon gesagt, dass zu Ende 2014 die Konzessionsverträge auslaufen. Konzession heißt, wer hat die Erlaubnis, die Netze zu betreiben? Und die werden diese Konzession wird von der Stadt Hamburg vergeben an ein Unternehmen, das sich dafür bewirbt. Und im Rahmen dieser Neuverhandlung, dieser Neukonzessionierung, Vergabe, kann sich auch ein städtisches Unternehmen bewerben. Ich habe Interesse daran, das Netz zu betreiben. Und wenn die Stadt dann beschließt, ja, das ist das richtige Unternehmen, das das Netz betreiben soll, dann hat dieses Unternehmen auch den Anspruch, den Eigentum an den Netzen zu erhalten. Und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das ist Praxis in diversen Kommunen schon gewesen. Das steht im Energiewirtschaftsgesetz und das gilt für Strom und Gas. Das heißt, dieser Anspruch, das Netz zu übernehmen, für den neuen Netzbetreiber kommt eben aus dieser Konzessionsvergabe. Bei Fernwärme sieht das ein bisschen anders aus. Da steht im alten Konzessionsvertrag, der 1994 geschlossen wurde mit der HIW damals, dass die Stadt das Recht und die Pflicht hat, die Fernwärmeanlage zu übernehmen, wenn der Vertrag beendet wird, ausläuft. Diesen Anspruch, den die Stadt hatte, wird von Vattenfall bezweifelt. Also wir bezweifeln, dass dieser Satz in diesem Vertrag gültig ist, weil Vattenfall ist ja Rechtsnachfolger von der HEW, ist also auch Nachfolgerin in diesem Vertrag. Daher gibt es ein Gerichtsverfahren, das sollte eigentlich die Frage klären, hat die Stadt Hamburg das Recht, die Fernwärmeanlagen zu übernehmen? Im Laufe dieser Beteiligung an den Netzgesellschaften haben sich Stadt und Vattenfall darauf geeinigt, diese Klage, also dieses Gerichtsverfahren, stellen wir jetzt ein. Diese wichtige Frage für den Volksentscheid und aber auch für ein großes Eigentum, den die Stadt Hamburg nehmen könnte, hat die Stadt einfach liegen lassen. Es wäre besser gewesen, sie würden diese Frage klären, dann wissen wir es und dann wissen wir auch unsere Handlungsspielräume. Aber nein, es wird verschleppt.
Insofern ist es da offen, wobei ich bin ja keine Juristin, aber ich denke, steht ja ein Vertrag. Vertrag ist ein Vertrag. Also das Energiewirtschaftsgesetz regelt, was eine Kommune zu tun hat, wenn ein Konzessionsvertrag ausläuft, der zum Inhalt hatte, dass ein bestimmter Netzbetreiber vormals 20 Jahre lang sozusagen die schönen Gelder abschöpfen konnte. Und die Stadt ist verpflichtet, diskriminierungsfrei die Angebote, die dann unterbreitet werden, zu vergleichen. Und die Stadt muss zu diesem Zweck Kriterien entwickeln. Das tut dann die Stadtverwaltung im Auftrag des Stadtrates oder des Senats, je nachdem. Und dann muss darüber entschieden werden. Und die Stadt muss dann, ich betone das nochmal, diskriminierungsfrei, die Bundesnetzagentur überwacht so etwas und auch die Kartellbehörden. Und das ist für mich ganz schwierig, also ich meine, mir hier in Hamburg vorzustellen, wenn die Stadt so eng verbandelt ist mit einem Bewerber, wie das eigentlich so richtig funktionieren kann, diskriminierungsfrei. Selbst wir in Oldenburg haben dieses Problem, obwohl da im Prinzip die drei Bewerber alle nicht mit der Stadt so offiziell zumindest verbandelt sind. Deswegen ist dieser Volksentscheid, glaube ich, wirklich elementar. Den wird man hier schon brauchen. Ja? Und diese Kriterien auch transparent zu machen, ist auch etwas, was man fordern muss. Da muss von den Medien und von der interessierten Öffentlichkeit, von den Umweltschutzverbänden und so weiter, muss Druck ausgeübt werden, um die Stadt auch dazu zu bringen, offen zu legen, was das für soziale und ökologische Kriterien sind. Und dann kann ja auch ans Tageslicht kommen, dass es einen Bewerber gibt, der sagt, wir wollen Energie sparen, wir wollen gar keine Renditen machen, wir haben Rücklagen, Rückstellungen, die brauchen wir immer, um sozusagen auch mal zu reinvestieren, die Verteilungsstationen, die kaputt gehen, zu warten oder weiter auszubauen, das ist schon alles richtig, aber dann kann man im Prinzip auch transparent erkennen, ja, welche Anbieter mit welchem Impetus auch die Energiewende dann voneinander kriegen wollen. Ich habe ja gesagt, es gibt drei Handlungsparameter, die ich immer habe, auch als Netzbetreiber. Und ich bin mal ganz gespannt, wie das hier in Hamburg wirklich diskriminierungsfrei vonstatten geht. Herr Wagner möchte dazu zwei Sätze sagen und Wiebke Hansen einen Satz. Herr Fokus, wer hat noch einen Tisch? Mein befreundeter Anwalt hat mir mal erzählt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, also jedenfalls was den Ausgang angeht. Und es gibt tatsächlich erhebliche Verfahrensfragen, die offen sind. Der angesprochene Vertrag ist so einer, diese Endschaftsklausel. Das heißt, es ist nicht sicher, was passiert, wenn die Kooperation zwischen Vattenfall und der Stadt so keinen Bestand hat bei der Volksentscheid. So, also wahrscheinlich wird es dann ein Zustand geben, in dem man das rechtlich klären muss. Das wird hinreichend lange dauern und die Frage ist, was passiert in der Zwischenzeit. Das ist im Moment die Situation. In der Zwischenzeit wird Vattenfall das Netz wahrscheinlich noch weiter betreiben, dann wird sich die Frage klären und dann werden auch eine Übernahme stattfinden können, wenn es denn so rauskommt, dass die Stadt dieses Recht tatsächlich hat. Davon muss man noch, also irgendwann ist diese Frage geklärt. Dann verschiebt sich das leider ein paar Jahre, aber das heißt ja nicht, dass es dann unmöglich wird. Genau dieses Thema Vergabeverfahren ist hier in Hamburg jetzt aktuell. Anfang nächsten Jahres muss der Senat das Vergabeverfahren starten. Mit einer Bekanntmachung europaweit in Hamburg werden die Netzkonzessionen neu vergeben. Interessenten, bekundet euer Interesse. Und wir haben auch Scholz und an die Frau Blankau, unsere Senatorin, einen Brief geschrieben, in dem wir einfordern, dass der Initiative und der Hamburger Öffentlichkeit mitgeteilt wird, wie dieses Verfahren geplant ist, nach welchen Kriterien zum Beispiel auch diese Vergabe stattfinden soll und was in dieser Bekanntmachung schon mal drin steht, damit wir eine Kontrolle darüber haben, dass erstens der Volksentscheid nicht ins Leere laufen kann und zweitens auch ein diskriminierungsfreies Verfahren stattfindet. Wir gehen davon aus, die Stadt Hamburg hat sowieso ein Interesse daran, das Verfahren so zu gestalten, dass es rechtlich einwandfrei ist, aber wir haben natürlich das darüber hinausgehende Interesse, dass unser Volksentscheid auch umgesetzt werden kann. Und ich freue mich, dass ihr das jetzt alle gehört habt, weil das ein Thema ist, je mehr Leute es wissen, desto mehr Druck entsteht, dass wir da auch wirklich eine Diskussion hinkriegen. Entscheiden für die Umsetzung sind die Konzessionsverträge, weil es ist das Recht der Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge für die leitungsgebundenen Energieversorgung und für Wasserkonzessionen zu vergeben. So, da werden Nägel mit Köpfen gemacht. Der Volksentscheid spielt die Rolle, dass wenn er positiv ausgeht,
es ein politischer Auftrag für den Senat ist, den er umsetzen muss in geeigneter Weise. Und dann kommt das nämlich alles auf den Prüfstand. Wie ist das rechtliche Verhältnis zwischen den Endschaftsklauseln in den Verträgen? Also Konzessionsverträge sind ja keine Geheimsache. Die muss man sich angucken. So, dann kann man gucken, welche Rolle spielt überhaupt dieses Eigentum, dieses 25,1% Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg mit Blick auf die Konzessionsverträge. Da würde es sich lohnen, ein bisschen rechtlichen Gehirnschmalz rein zu versenken. So, und dann wird sich das alles klären. Er ist, so, und das ist die zweite Seite von dem Volksentscheid, wenn er positiv ausgeht, ist es eigentlich für alle im Senat vertretenen Parteien eine Vorgabe, in welche Richtung das denn mit der Netzentwicklung gehen soll. So, und für mich heißt das, bei Konzessionsvertragsverhandlungen spielt dann eine große Rolle auch den Netzrückkauf. Ich hatte ja gesagt, es ist alles geregelt. Es geht um Geld, was dann bezahlt werden muss. Da hat man selber das Eigentum, organisiert das, macht seine Renditen. So, das wird dann auf die Tagesordnung tatsächlich gesetzt. Und deswegen glaube ich, ist diese Volksentscheidsdebatte ausgesprochen wichtig, weil das hat eine Bindungswirkung sowohl für die Konzessionsverträge wie auch für die nächsten Wahlen, die überall in Hamburg und so anstehen. So, deswegen würde ich das so machen. Also das erste ist eine politische Festlegung und das zweite werden Nägel mit Köpfen gemacht. Und diese Konzessionsverträge, es ist immer gut, sich die mal anzugucken, insbesondere die sogenannten Endschaftsklauseln. So, da ist die Erfahrung, man macht, es gibt immer, wir haben Stadtwerke Kiel, es hat ein kleines Dorf gegeben, das wollte sein Netz zurückkaufen. Okay, können wir nicht verhindern, aber auch die Stadtwerke Kiel stehen jetzt vor Gericht und verhandeln darüber, sie versuchen das noch üblich so zwischen diesem Ertragswert, das ist das, was man zukünftig für Geschäfte machen kann und Verdienste haben kann. Und das ist angesichts der festgelegten Netzrenditen etwas niedriger, wie früher der sogenannte Sachzeitwert des Netzes, real und technisch, und man muss das dann ersetzen, zum Tagesneuwert heißt das. So, die Summe ist größer. Und der das Netz verkaufen muss, er kann, also man kann, er kann die Kompetenz daran hindern, zurückzukaufen. Der das verkauft, geht natürlich großen Wert, dass er den Sachzeitwert behält. Und der kauft, geht großen Wert darauf, dass er nicht Ertragswert in Ansatz bringt, braucht, weil er niedriger ist. Und da finden die Gerichtsverfahren statt. Das kann auch auf Hamburg zukommen. Aber politisch muss geklärt werden, diese, na, ich würde mal sagen, es ist, ich meine es gar nicht böse, so eine Art Missgeburt mit 25,1% auch noch Eigentümer zu sein. Das hat so ein Geschmäckle hinsichtlich der ja diskriminierungsfrei zu führenden Konzessionsvertragsverhandlungen. Also da hat die Freie und Hansestadt Hamburg ein Problem. Und das muss politisch gelöst werden. Wenn man eine politische Meinung und einen politischen Willen in ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren einbringt, ist es weder noch weiter transparent noch diskriminierungsfrei. So ist es im juristischen Fachjargon. Ich möchte es nur anmerken. Man wird wahrscheinlich, um die Netze zurückzukaufen, wenn man das denn politisch möchte, einen anderen Weg wählen müssen als diesen Volksentscheid. Kommentare. Nämlich? Nämlich, man wird sich dann wahrscheinlich über Verhandlungen halten. Also es ist ein bisschen so, als wenn ich Ihr Auto kaufen möchte. Das kann ich wollen und ab einem gewissen Preis werden Sie mir das wahrscheinlich verkaufen. Aber ich kann Sie nicht zwingen, es an mich herauszugeben. Das kann ich nur, wenn ich die Konzession gewinne. Und da gibt es erhebliche Verfahrensfragen, ob ich noch einsteigen kann nach dem Volksentscheid. Das ist einfach, das ist so eine juristische Fachdebatte über Endschaftsklauseln und Transparenz und Diskriminierungsfreiheit und so, das ist alles in Wahrheit völlig unschön. Aber wenn wir uns darauf verständigen, dass wir das wollen, dann werden wir wahrscheinlich einen anderen Weg finden müssen, als diesen im Moment aufgezeigt. Also das war mir jetzt ein bisschen zu ungenau. Es ist absolut die Rechtslage, dass dann, wenn die Konzessionsverträge auslaufen in den Kommunen, dass dann die Kommune eine Ausschreibung quasi oder so eine Art Wettbewerb oder so eine Art Verfahren anberaumen muss, das können Sie nennen, wie Sie wollen, man nennt es Konzessionierungs- oder neue Konzessionierungsverfahren. Und da können sich allerlei Bewerber einfinden. Und noch eine Bemerkung zu der allerersten Frage, die mir heute gestellt wurde, Sie wissen ja, wo ich so drum umgesegelt bin. Wir in Oldenburg haben die Energiegenossenschaft letzten Endes gegründet, weil es einen Druck gegeben hat auf die Kommune, nämlich eine Rekommunalisierung stattfinden zu lassen, um sich zu emanzipieren von dem dort
regierungsamtlichen Konzern, der eben auch da Netzbetreiber ist. Und weil die Kommune sich einfach total quergestellt hat, haben wir aus Trotz die Energiegenossenschaft gegründet. Das wäre ja auch ein Weg, ja. Es kann ja auch passieren, dass sogar plötzlich aus den Sträuchern 10 Bewerber kommen, wenn 2014 die Konzessionsverträge auslaufen. Und dann muss die Stadt sich irgendwie dazu stellen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ne? Das muss diskriminierungsfrei verlaufen und vor allem transparent. Das ist die Aufgabe der Öffentlichkeit, da auch Druck zu machen. Und wenn dann die Stadt in einem diskriminierungsfreien Verfahren sich entscheidet für einen ganz bestimmten Bewerber, dann muss der, genau wie das gerade von Herrn Vogt gesagt wurde, dann muss dieser Bewerber das Netz kaufen. Und dann fangen üblicherweise genau diese Auseinandersetzungen, die fallen dann natürlich an. Keine Frage. Das wird hier stattfinden, und zwar stattfinden müssen. Und zwar völlig losgelöst von dem Volksentscheid. Der Volksentscheid hat keinen Einfluss auf diese Regelung. Also ich freue mich als Journalist schon auf diese Phase, muss ich sagen, wird mir eine Freude sein, darüber zu berichten. Die Frage, wem gehört die Energiewende? Da würde ich gerne noch zum Besten geben, nämlich die Frage, die Gewinne, wie hoch sie denn auch immer sind, die mit den Energienetzen in Hamburg erwirtschaftet werden, die fließen ja zum großen Teil weiterhin an Vattenfall nach der derzeitigen Konstruktion. Wenn man dann liest, dass das Unternehmen Vattenfall in Schweden, also der Mutterkonzern, dort den Neubau von Atomkraftwerken überlegt, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das die richtige Konstruktion, die man in Hamburg will? Wir machen hier die Gewinne, führen sie nach Schweden ab und dort werden möglicherweise neue Atomkraftwerke gebaut. Das halte ich für falsch. Der zweite Punkt, und da komme ich auch zur Frage. Ich habe mal gelernt, man macht ein Konzept, prüft den Bedarf zum Beispiel an Wärme in der Perspektive, dass wir mit unseren Gebäuden ja mal besser werden und die energetisch sanieren. Und dann entscheidet man darauf, was für ein Kraftwerk man baut, dezentral oder BAGW oder was auch immer. Das ist eigentlich die vernünftige Vorgehensweise. Was hat man in Hamburg jetzt erlebt? Man hat einen Vertrag geschlossen im letzten Jahr, da steht drin, wir bauen ein GOD-Kraftwerk und macht jetzt anschließend ein Wärmekonzept. Dann würde mich wirklich Ihre Meinung interessieren, Herr Wagner, ob das die richtige Reihenfolge ist oder verstehe ich irgendwas falsch? Also das Wärmekonzept, was Sie ansprechen, ist ja eins, was auf Bürgerschaftsebene erstellt oder erarbeitet wird. Das ist eine politische Willensbildung. Das andere ist eine Entscheidung auf Unternehmensebene, in diesem Fall mit Gesellschafter Hamburg. Also, wir haben ein anderes Beispiel, weil das das plastischer macht. Wir haben ein Unternehmen, nennen wir es Hamburger Hochbahn, die fährt ÖPNV in Hamburg. Das hat sie auch getan, bevor es die Busbeschleunigung gab. Die Busbeschleunigung ist das, was das Fernwärmekonzept jetzt sein soll. Und das Geschäft dahinter ist das, was die ganze Zeit weiterläuft. Es ist ja mitnichten so, dass Vattenfall keine Bedarfsanalyse macht, ganz im Gegenteil. Als allererstes guckt man sich den Bedarf an. Und natürlich hat der BUND Zitate aus Bedarfserwartungen für die Zukunft, die anders sind als die Bedarfserwartungen, die Vattenfall oder die Kooperationsunternehmen zugrunde liegen. Das ist aber eine unternehmerische Wette auf die Zukunft. Wie entwickelt sich der Markt? Ist immer die Frage, die jeder Unternehmer für sich beantworten muss. Und wir kommen zu einem anderen Schluss als Sie. Das ist auch in Ordnung, weil Sie andere Zahlen zugrunde legen. Und Sie formulieren einen politischen Willen und wir haben einen Bedarf, den wir ermitteln aus Anschlüssen. Also das sind zweierlei Paar Schuhe. Das eine ist eine politische Willensbildung, das ist das Fernwärmekonzept. Und das, was wir gemacht haben, ist auf der Grundlage der von uns angenommenen Bedarf. Aber darf man doch nicht gleichzeitig behaupten, Vattenfall sei an der Energiewende gelegen. Ja, also was mir halt auffällt, wenn Vattenfall dann einen Plan macht, dann geht man doch als Konzern davon aus, dass wir möglichst viel Energie verkaufen wollen. Und das ist doch eigentlich das Wesen des Kapitalismus, glaube ich, dass man dann möglichst mehr einnehmen will und nicht sagt, Mensch, wie können wir denn unsere Leute dazu bringen, dass sie weniger Energie verbrauchen? Ist das nicht eine Krux? Niemand in der Verfasstheit unserer demokratischen Wirtschaftsordnung, das ist so ein Monster, aber wir haben die soziale Marktwirtschaft, das ist eine kapitalistische Ausrichtung und in dieser kapitalistischen Ausrichtung verdienen Unternehmen Geld. Das hat auch niemals jemand bestritten. Ja.
natürlich wird Geld verdient. Das hat auch nie jemand bestritten. Im Übrigen, jede andere Form, völlig egal, ob sie Genossenschaft heißt, das ist, hört sich immer so verträumt an und so demokratisch, weil man ja Genosse ist und ich persönlich weiß sogar, wovon ich spreche. Am Ende sieht die Wirklichkeit aber trotzdem so aus, dass auch diese Genossenschaften bestimmte Renditeerwartungen erfüllen müssen, weil dahinter immer eine Verzinsung steckt. Und zwar, also es ist nicht so, dass es irgendwie eine andere Form gibt, als eben, also es werden alle Rendite machen. Also, Genossenschaftsanteile werden mit Sicherheit verzinst, und zwar vereinbart. Wir haben ja einen Energiegenossenschaftsexperte hier. Das ist eine Frage der Vereinbarung. Man kann selbstverständlich Anteile zeichnen einer Genossenschaft, weil man beispielsweise interessiert ist an der Versorgung durch die Genossenschaft. Und wenn man dann eine möglichst hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals verlangt, würde man sich selbst betrügen. Weil nämlich dann das Unternehmen unter den Zwang gestellt wird, viel zu verkaufen oder hohe Preise zu verlangen. Die muss ich aber selber bezahlen. Das nennt man Dualitätsprinzip in dem Genossenschaftswesen. Und natürlich kann man, ich bin 8 Jahre Genossenschaftsvertreter der Ökobank gewesen, nebenbei bemerkt, kann man eine Vereinbarung treffen. Die kann man aber in einer Aktiengesellschaft nicht treffen, weil in einer Aktiengesellschaft kauft sich jemand die Macht und das Recht zu entscheiden, weil je mehr Anteile ich habe, desto größer ist meine Macht. Und dieses One-Man-One-Vote oder One-Woman-One-Vote-Prinzip einer Genossenschaft, lieber Herr Wagner, ist ein gigantischer Unterschied zu jeder anderen Form der unternehmerischen Gestaltung. Und wenn dann noch dazu kommt, dass das Kapital breit gestreut wird, weil der Anreiz groß ist, nur einen Anteil zu kaufen, das können sich sogar Menschen erlauben, die ganz wenig Geld haben, dann wird diese Macht noch weiter, sorry, dass ich das Wort jetzt wieder benutze, das mögen Sie ja nicht, dezentralisiert. Bei einer Aktiengesellschaft gibt es immer die Tendenz zur Zentralisierung. Das habe ich mir nicht überlegt, das ist so. Und wie da vorne schon gesagt wurde, man kann Genossenschaften gründen und von vornherein die Präambel ins Fundament der Genossenschaft hineinschreiben, in der ersten Gründungsversammlung und in den späteren Generalversammlungen das auch immer wieder bekräftigen, dass diese Genossenschaft nicht dazu da ist, einen Gewinn zu machen, sondern Energiewende zu betreiben, dem Gemeinwohl zu dienen und schlicht und ergreifend Versorgungssicherheit herzustellen. Dass eine Aktiengesellschaft, wie das macht, die müssen wir erstmal zeigen. Wirklich noch eine echte Verantwortung für das, was sie tun, im Hinblick auf das Wohl der Menschen, die sie mit dem, was sie tun, in ihren Lebensumständen heute, aber vor allen Dingen auch in der Zukunft beeinträchtigen, also berühren. Fühlen Sie hat ja wirklich noch eine Verantwortung. Also alles, was wir jetzt auch in Wedel erleben, hat den Anschein, dass das bei Ihnen überhaupt keine Rolle spielt. Keine. Denn alle Aussagen, die Sie so machen in diese Richtung, die Fragen, die gestellt werden, die werden so oberflächlich abgetan. Und manches ist sicher auch wirklich heute nicht zu beantworten. Die Frage ist nur, welchen Weg wollen wir da gehen? Es gibt ja eine Rechtsprechung, im Zweifel für den Angeklagten. Es ist besser, dass jemand schuldig ist, aber nicht ins Gefängnis kommt, als dass jemand unschuldig ins Gefängnis ist. Das heißt, das Gefängnis ist viel schlimmer. So, und da frage ich hier auch, sind ja zwei Möglichkeiten eben, dass die Bedenken, die geäußert, die kritischen Nachfragen, eben auch jetzt die eigentliche Notwendigkeit, die ja nun wirklich gesehen wird, auch für die Energiewende von allen. Was ist jetzt schlimmer, wenn in Zukunft vielleicht sich herausstellt, dass diese Ernsthaftigkeit, diese Bedrohung, die man heute sieht, vor allen Dingen in die Verantwortung gegenüber auch den kommenden Generationen, dass die vielleicht unbegründet war, aber ich kann mich nicht vorstellen, aufgrund aller Messdaten und so weiter, was man hört, oder ist es umgekehrt, wenn, so wie Sie wollen, einfach auf alten Wegen weitergehen, das heißt Schädigen der Umwelt und auch Wedel, Stichwort Lärmbelästigung, Gesundheitsbelästigung und ich weiß nicht was alles, dass das also wirklich eintritt. Halten Sie das nicht für schlimmer? Ich würde auch im Zweifelsfall hier auch für die andere Variante, also auf jeden Fall mich einsetzen wollen. Ich denke, diese Klage gegen die Stilllegung, plötzlich und schnelle Stilllegung der Atomkraftwerke, zeigt das doch ganz deutlich. Also ich meine, Sie als Betreiber dieser Atomkraftwerke. Ich bin angetreten für die Teilverstaatlichung von Vattenfall. Das Konzept finde ich richtig. Und unter den Verantwortungen, wir hier alle haben eins gemein, wir machen uns Gedanken darüber, wie sieht die Zukunft am besten aus.
Wir kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und nehmen wir das. Und nehmen wir die Energiewende ernst. Natürlich, das ganze Wasserkraftwerk ist eine Antwort auf die Energiewende. Weil es komplementärer Bestandteil ist von Wind und Solar. Wenn Sie sagen, Sie wollen mir das nicht glauben, dann was soll ich dazu sagen? Ich kann Ihnen nur diese Antwort geben. Und wie gesagt, wir machen uns alle die Gedanken. Machen uns die Gedanken darüber, wie Sie die Welt von morgen für meine Neugeborenen und für die jetzt Heranwachsenden aus. Wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es gibt nämlich neben der Energie noch zwei, drei andere Themen, die auch unter den Nägeln brennen. Und wenn ich das dann wieder in ein Gesamtes passe, dann muss ich sagen, bei den derzeitig möglichen Rahmenbedingungen ist ein demokratisch legitimiertes Veto, wie es hier vereinbart wurde, das Optimum der im Moment möglichen Gestaltungsspielräume. Was bewegt uns in der Frage der Zukunft? Da können Sie persönlich bewegen, was auch immer das ist, aber ein Vattenfall bewegt, wie sichere ich meine Marktanteile und wie sichere ich meine Gewinne. So, Punkt. Also was das Vattenfall-Interesse angeht, der schwedische Konzern Vattenfall hat sich eingekauft im Atombereich, in dem er HEW übernommen hat, und er hat sich von den Kapazitäten her noch umfangreicher im Raumfahrtbereich eingekauft. Er hat dieses ausschließlich deswegen getan, damit der schwedische Konzern Vattenfall in Deutschland zwei Geschäftsfelder besetzt, mit denen er möglichst hohe Erträge machen kann. Mit der Folge, dass diese Anlagen natürlich laufen sollen und der Strom verkauft werden kann. Es gibt gar kein anderes Interesse. So, jetzt kann man wundere ich mich, ob Sie eigentlich dabei waren. Jetzt kann man, ich habe mit den Atomkraft Werksbetreibern habe ich schon 7 Jahre als verantwortlicher Staatssekretär zu tun gehabt. Also da können Sie, weiß ich, vielleicht sogar ein bisschen besser gesehen ticken als Sie. Wir standen zum Beispiel vor der Frage, da war übrigens Vattenfall gerade frisch drin, ob wir nicht bei den beiden Atomkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel, es sind ja sowieso immer Verbünde auch noch mit E.ON, aber im Krümmel und im Brunsbüttel hat Vattenfall die Betriebsführerschaft, entscheidet also auch. Da haben die uns die Frage vorgelegt, ob sie nicht Strommengen von Krümmel auf Brunsbüttel, also auf den wesentlich älteren Reaktor, übertragen können, damit sie, wenn denn schon stillgelegt werden, muss sie gleich auf einen Schlag alles stilllegen. Deswegen glaube ich auch die These, dass Krümmel auf Sicht keinen Sinn macht. Weil Vattenfall hat das Problem, dass der gesamte Overhead, und der ist relativ hoch bei Atomkraftwerksbetrieb, nur noch auf ein einziges Kraftwerk konzentrieren kann. Und dann wird die Sache nicht mehr sonderlich rentabel. Im Moment verdienen sie sowieso noch Geld mit den Dingern über die Rückstellungen, die natürlich angelegt sind und verzinst werden. Sie haben nur aus dem laufenden Betrieb kein Geld mehr. So, das ist alles so. Deswegen nützt es auch nichts, das auf ihn zu fokussieren. So, das ist so, wie so ein Konzern vorgeht. Und die gehen alle so vor. Genau die Klage in Washington, natürlich. Ich kann mich noch erinnern, als das EEG kam, da gab es eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, ob nicht die Kohlekraftwerksbetreiber mit Herrn Professor Di Fabio, der nachher selber beim Bundesverfassungsgericht, der hatte den Gutachten geschrieben und die Frage aufgeworfen vom Bundesverfassungsgericht, ob nicht die Kohlekraftwerksbetreiber Entschädigung dafür kriegen, wenn jetzt erneuerbare Energien ins Stromnetz eingehen und sie etwa ihr Kraftwerk zurückfahren müssen. Da hat das Bundesverfassungsgericht, das liest sich wie ein Krimi, dieses Urteil, also muss ich Mut ziehen vor den Verfassungsrichtern, die haben gesagt, liebe Leute, es ging damals um E.ON, liebe Leute, der Gesetzgeber, dem Gesetzgeber steht es frei, solche Gesetze für die Förderung der erneuerbaren Energien einzuführen. Ihr könnt höchstens dann eine Klage führen im Sinne des Übermaßverbotes, wenn E.ON pleite gehen würde dadurch. Da waren wir so bei 2% abgelenkt. Wenn E.ON pleite. Ansonsten gilt der Primat der Politik und hat ihn wieder nach Hause geschickt. Nichts mit Entschädigung. So, das ist die Debatte, die wir jetzt haben. Wir stoßen immer häufiger, uns kommt die Leistung, die Stromleistung aus den Ohren wieder raus. Immer mehr Erneuerbare, so, und die wollen ihre Kraftwerke weiterfahren lassen. Und dann laufen zwei Züge gegeneinander. Der normale Mensch denkt doch,
immer mehr Erneuerbare. Also müssen die alle noch zurückgehen. Und dann haben die ein Problem. Wir hatten in der Kraftwerksdebatte in Kiel, haben wir natürlich auch 800 MW Kohlekraftwerk gewesen. Also Kiel, nur noch Standort. So, da kam raus, dieses neue Kraftwerk, wenn es nicht mindestens 6.000 Vollaststunden, so 800 MW heißt Förderaufheizen vor allem, wenn es sich aber mindestens 6.000 Stunden Volllast läuft, dann erwirtschaftet es negative Kapitalerträge. So, das ist einer der Gründe, weswegen auch unsere Stadtwerke langsam davon runtergehen, so von den Großkonzernen. Jetzt machen wir was angepasstes. Übrigens auch mit der Frage jetzt auf der Erzeugungsseite, nicht nur bei den Netzen. Macht es nicht Sinn, bei den 200 Millionen, die da vor uns stehen, auch sowas wie Bürgerscheiden zu organisieren? Nach Beteiligung. Ich vertrete sowieso die These, wenn der Inhalt gut ist und sinnvoll ist, der Energiewende nutzt, egal ob Sparen, Effizienz oder Erneuerbare, dann soll man parallel dazu die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Ganz schlicht, was wir in Kiel umsetzen können bei der Energiewende, ist auf die nächsten 20 Jahre ein Volumen von 10, 15 Milliarden Euro. Und je mehr wir das regional organisieren und die Erträge aus diesem doch sinnvollen Geschäft in Kiel bleiben, desto besser ist es. Wir sind nicht Standort für ein E.ON-Kraftwerk, was überdimensioniert ist, obwohl die Erträge aus diesem Geschäft jenseits aller Ökodebatten, die Erträge nach München wandern. Wir wollen das nicht mehr. So genauso kann man das in Hamburg, ist alles viel größer hier, aber kann man doch auch so sehen, halt mal Stopp. Netze im Bürgerhand, auch Beteiligungsform bei der Erzeugung, eventuell sogar Kooperationsprojekte. Stellt euch mal vor, Vattenfall würde die Energiewende ernst nehmen. Dann rauschen eure Genossenschaften eine nach der anderen gegen die Wand, die würden gar nicht erst entstehen. Aber Vattenfalls Interesse ist ein anderes. Vattenfall will die vorhandenen Anlagen möglichst lange betreiben und möglichst großdimensionierte auch bauen, weil das Geschäft können die. Wir haben seit, Herr Pech weiß das, Herr Pech vom Energieversorgungsunternehmen zum Energiedienstleistungsunternehmen. Man muss teilen können, man muss kooperieren können. Das können sie nicht, das sind auch eher kleinere Geschäfte, die passen nicht zur Struktur dieser Läden und trotzdem an der einen oder anderen Stelle ist es möglich, aber die Leitlinie ist, Leute, nehmt die Geschäfte selber in die Hand. Deswegen sage ich, das Geheimnis sind diese 5% Finanzkrise. So, wer damit zufrieden ist, das sind die Geschäfte. Wir haben ja sehr viel über Renditen, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftsrecht, Verzinsung und Gewinne geredet. Was mir dabei ein bisschen zu kurz gekommen ist, muss denn die Energiewende wirtschaftlich Gewinne abwerben? Muss sie in dem heutigen System wirtschaftlich sein? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen jugendlich idealistisch, wenn ich sage, okay, die Energiewende muss zu jedem Preis möglichst schnell durchgeführt werden. Auf welcher Basis diskutieren wir hier? Wir diskutieren ja auf der Basis, wir sind gewinnorientiert, hier wird Vattenfall an den Pranger gestellt, aber Vattenfall ist ein Energiekonzern, der muss gewinnorientiert arbeiten. So funktioniert die heutige Wirtschaft nun mal. Aber warum sagen wir dann nicht, als Beispiel jetzt, wir nehmen den Energiesektor, den wahnsinnig wichtigen Energiesektor, raus aus der Wirtschaftlichkeit. Dass wir sagen, wir brauchen keine wirtschaftlichen Gewinne im Energiesektor, wir brauchen soziale und ökologische Gewinne. Ich fand es sehr spannend, Herr Pech, muss die Energiewende Profit abwerfen oder geht es auch ohne? Wenn wir unser derzeitiges Wohlstandsmodell, das also mit Klimaschutz unvereinbar ist, aufrechterhalten wollen, dann muss die Energiewende Gewinne abwerfen, weil das, was wir derzeit mit Energie verbrauchen, muss kapitalintensiv produziert werden. Der Konflikt zwischen Gewinne machen müssen und Klimaschutz löst sich nur auf, wenn wir Energie einsparen. Es gibt immer eine Methode, die kein Geld kostet, die keine Investition verlangt. Das ist die sogenannte Suffizienz, das ist die Mäßigung der Ansprüche an Energieversorgung. In unser Land war noch nie in der Geschichte energiehungriger als jetzt. Und deswegen würde ich auch an dieser Stelle sagen, dass Vattenfall und Wagner-Menschen gefällt mir nicht. Weil es ist richtig, vieles ist richtig, was hier gesagt wird. Aber wir sind als Nachfrager von Energiedienstleistungen, sind wir natürlich auch in der Pflicht. Wir haben unsere beruflichen und wir haben unsere privaten Umfelder in den letzten 10, 15 Jahren sowas von aufgerüstet mit sogenannten Energiesklaven, so nenne ich sie, also mit geräten Energieverbrauch. Flugreisen, Autofahrten, die Größe der Autos, die
die Quadratmeterfläche, die wir bewohnen, ja, jeder Quadratmeter braucht primär Wärme zu erzeugen. Das ist alles nur gewachsen. Dann muss man auch mal die Frage stellen, also ob nicht am Ende eine bestimmte Energieinfrastruktur, die wir nicht wollen, ein Preis für dieses Wohlstandsmodell ist. So gesehen würde ich auch sagen, die nicht investiven Maßnahmen des Klimaschutzes sind vielleicht für manche die härtesten, aber es sind die ökologischsten und sie haben den Vorteil, dass ich nicht investieren muss. Die billigste und klimafreundlichste Flugreise, die es gibt, ist gar nicht zu fliegen. Aber wenn wir das derzeitige Energieniveau aufrechterhalten wollen, werden uns regenerative Energieträger nicht weiterhelfen. Wir reden den ganzen Abend hier über Strom. Ein bisschen Gas kam vor, der Vogt nochmal eingebracht. Aber die Wärmeenergie und vor allem der Verkehr und die Produktion, das alles ist damit völlig ungelöst. Ja? Und da müssen wir ebenfalls ran. Vielleicht ist es ja auch so, dass diese dezentrale Macht, diese Kleinteiligkeit, doch am Ende dazu führt, dass es hier ganz langsam schleichende Veränderungen gibt in der Erzeugerstruktur und in der Netzeigentümerstruktur. Und die Frage jetzt an die Podiumsteilnehmer wäre, wem denn die Energiewende dann gehört? In 20 Jahren, 25 Jahren hat dann Vattenfall schon lange Deutschland verlassen und macht in Biogasanlagen? Oder wo ist dann eine RWE? Sind wir dann tatsächlich da, wo Wiebke Hansen hin will? Wir fangen mal an bei Herrn Pech. Was ist Ihre Prognose in 25 Jahren? Wie sieht es aus? Gibt es immer noch diese Oligopole oder ist das dann endgültig vergangen? Also ich glaube, wenn man diese Art von Großwetterlage verbunden mit einer Prognose irgendwie durchbuchstabiert, dann muss man sich klar machen, wir laufen auf verschiedene miteinander verzahnte Krisenszenarien zu. Wir haben ungelöste Finanzprobleme in Europa. Niemand hat etwas gelernt aus der Lehman-Brothers-Krise, geschweige denn aus der Griechenland-Misere. Das heißt also, das, was unser Wirtschaftssystem und damit auch sehr zentralistische Strukturen vielleicht in die Knie zwingen, das alles hat nicht nur zu tun mit Ökologie und mit Ressourcenknappheit. Aber diese Dinge kommen natürlich noch dazu. Das heißt also, wir werden erleben, dass also fossile Energieträger knapper werden. Das Phänomen Peak Oil ist natürlich dabei ganz wichtig. Aber es geht nicht nur um Öl, das knapp wird. Das hat dann mit Stromerzeugung wenig zu tun. Von der Kohle gibt es noch eine ganze Menge. Aber auch die Nutzung der Kohleenergie ist gebunden an komplementäre Produktionsfaktoren. Das darf man nicht vergessen. Und der Ausbau der regenerativen Energie hat auch also eine Wachstumsgrenze. Peak Soil, Fläche, ist auch ein Phänomen, das wir zum Beispiel in Niedersachsen schon haben. Wir sind in Niedersachsen jetzt schon nicht mehr in der Lage, den Getreideverbrauch dieses Bundeslandes auf Basis eigener Flächen zu befriedigen, weil die völlig absurd gewordene Energiewende, Stichwort Vermeisung, ja, dazu geführt hat, dass wir Landwirte umgestellt haben. Wenn wir jetzt noch die Windenergie dazunehmen und uns auch klar machen, dass zum Beispiel in Oldenburg gerade Landschaftsschutzgebiet aufgehoben wird mit Ratsmehrheit, um dort 4 Windkraftanlagen hinzubauen, die jeweils 150 Meter groß sind, was sich dann noch die Pilze aus dem Boden schießenden Photovoltaik-Freiflächenanlagen anschaut, dann stellen wir fest, dass die Knappheit, die auf uns zukommt, nicht nur was mit fossilen Energieträgern zu tun hat. Es sind finanzielle, es sind in der Tat auch fossile, aber auch flächenmäßige und andere Engpässe. Das heißt, wir werden eine viel sparsamere Wirtschaft haben und diese Wirtschaft wird sich überhaupt nicht mehr, soll man das sagen, in Einklang bringen lassen mit großen Produktionsstrukturen. Weil große Produktionsstrukturen haben immer lange Lieferantenwege, sie haben lange Logistikketten und die brauchen viel fossile Energie. Die kann man nicht durch regenerative Energie ersetzen. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine Wirtschaft ohne Wachstum, ich nenne das Postwachstumsökonomie, erleben werden. Wir werden Arbeitszeit verkürzen, weil Industrien zusammenbrechen und das wird natürlich dann unsere Kaufkraft senken. Wir werden dann mit Energiesparen natürlich ernst machen. Wenn wir es wirklich ernst meinten, jetzt schon mit einer Energiewende, würden wir einfach schlicht und ergreifend das 2-Grad-Klimaschutzziel akzeptieren und uns klar machen, dass wir dann noch eine bestimmte Menge an CO2 freisetzen dürften. Die müssten wir gerecht auf alle Erdbewohner und Bewohner verteilen. Das lief auf 2,7 Tonnen CO2 hinaus. Statt jetzt knapp 11. Und da ist kein technischer Fortschritt denkbar, der das erledigt. Da brauchen wir nicht über Gas oder Kohle oder Atomkraftwerke, auch nicht über Genossenschaften und Aktiengesellschaften nachdenken. Das wird eine Leistung sein, die wir dann erbringen, die auf individueller Ebene auch ihre Spuren hinterlässt. Das wird weniger Autofahren, weniger Fliegen, weniger Fleisch auch bedeuten. Vor allem aber auch weniger Stromverbrauch, das ist schon völlig klar.
Und das, was ich unter Postwachstumsökonomie verstehe, könnte ich Ihnen jetzt natürlich erklären, nur mache ich das nächste Mal, wenn ich mehr Zeit habe. Herr Wagner, müssen wir uns in 25 Jahren, müssen wir da Angst haben um Ihren Arbeitgeber? Ich glaube, in 20, 25 Jahren werden ganz viele Gebietskörperschaften und Kommunen dazu übergegangen sein, zu kooperieren mit denjenigen, die in der Lage sind, Energie zu erzeugen und zu betreiben. Und zu vielen solchen klugen Lösungen kommen, wie wir hier in Hamburg. Ja, Gott. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Energiewende ist kein Spiel, sondern es ist eine objektive Notwendigkeit. Ich habe die Stichworte dazu gesagt. Und das Gute ist, wir haben insbesondere durch die technologische Entwicklung auch die Chance dazu. Mal ein Bild. Ich habe was früher immer so bei Windparks, wenn wir die eröffnet haben, immer, Leute, stellt euch mal vor, ein Atomkraftwerk kann sich keiner in den Keller stellen. Aber seine Bude denn, legen wir Solar aufs Dach, nicht im Freiburg, aufs Dach gehört Solar, Blockheizkraftwerk, das kann jeder machen. Zu den Ersteren, der politischen Debatte, gibt es doch von Viktor Hugo den Spruch, nichts ist so mächtig wie eine Idee, die an Zeit ist. Und von Karl Marx, der ein oder andere kennt ihn doch. Aus meiner Sicht der konsequenteste und beste Ökonom, finde ich immer wieder bestätigt. Der hat mal gesagt, die Entwicklung der Produktivkräfte bestimmt die Produktionsverhältnisse. Und weil es so ist, dass jeder das machen kann, dadurch entsteht in der Gesellschaft der Druck. Auch gegen die vermachteten Strukturen. Ich kann nur sagen, macht so weiter, nächster Schritt Volksentscheid, dann Konzessionsvertragsverhandlung. Und keiner soll der Illusion nachhängen. Es geht um Interessen und Interessenunterschiede. Die muss man klar machen, deutlich aussprechen. Man muss sie nicht kritisieren, die Interessen sind eben unterschiedlich. Man muss sie klar machen, seinen eigenen Weg gehen. Ja, also in 20 Jahren haben wir ja den Volksentscheid dann schon längst gewonnen. Damit auch die Möglichkeit gehabt, die Energienetze wieder in der öffentlichen Hand zu betreiben. Und hier in Hamburg regional eine Energiewende mit den Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Und dann gehört sie auch den Bürgerinnen und Bürgern. Und warum machen wir eigentlich als Privatperson sowas wie die Energiewende mit? Weil wir an die Menschen denken, die nach uns geboren werden oder so Leute, die so erzählen wie ich. Ich werde wahrscheinlich noch ziemlich viel vom Klimawandel erleben, weil wir da auch an unsere eigene Zukunft denken. Und dann gehört die Energiewende im Endeffekt den Menschen, die weniger unter dem